Liebe Kollegen, Kollegen, nein. Herr Präsident, es ist doch erstaunlich, wenn der Agrarminister dieses Landes ausführt, dass in Spanien, Frankreich und in den Mittelmeerländern, vor allem Italien, die Standortgunst weniger Pflanzenschutzmittel erlaubt, aber dass die größte Bedrohung des Weins in unserem Land der Klimawandel ist, der das Klima dann dahin verschieben sollte, wo es in diesen Gunstländern für den Weinbau ist. Also da kann man nur den Kopf schütteln. Der Klimawandel ist ganz sicher eine große Herausforderung, aber für den Weinbau ist es wahrscheinlich keine Hauptherausforderung. Aber das ist symptomatisch, wie hier Fakten aus Biologie, Landwirtschaft und Physik vergewaltigt werden, um ideologisch einfach in das Konzept der Klimahysterie gezwungen zu werden. Ein Parlament sollte sich immer mit den Fakten und den tatsächlichen Herausforderungen befassen und nicht nur mit Ideologie. Gerade in einem Land mit hohen Energie- und Lohnkosten sind natürlich die Agrarschaffenden auf hohe Erträge und auf zuverlässige Erträge angewiesen. Das verschärft nämlich die Situation dieser Betriebe, weil sie relativ hohe Fixkosten bei uns haben. Wenn der Landwirtschaftsminister also etwas Gutes tun wollte, dann müsste er auch darauf drängen, dass diese Betriebe von diesen Kosten so weit als möglich entlastet werden. Wenn wir zum Beispiel sehen, dass für manche chemische Pflanzenbekämpfung mechanische Methoden Ersatzmethoden sind, dann müssen wir auch sehen, dass dabei Energie, Diesel, Arbeitskraft oder was immer verbraucht wird. Und wenn Sie dann tatsächlich die Reduktion dieser Mittel wollen, dann können Sie nicht gleichzeitig auch die Preise für die Ersatztechnologien in ungeahnte Höhen treiben. Aber genau das machen Sie. Und das ist unaufrichtig gegenüber den Agrarschaffenden. Letztendlich haben wir ja in den ganzen landwirtschaftlichen Betrieben über die letzten Jahrzehnte eine permanente Technisierung gehabt, die es den Bauern überhaupt ermöglicht hat, zu überleben. Und bei dieser Technisierung haben wir einen immer größeren Einsatz von Energie. Und das ist, wie gesagt, dem Preisdruck geschuldet, den Sie mit verursachen. Also tun Sie nicht so, als wären Sie die Verteidiger und Freunde der Bauern, denn Sie bringen die Leute eigentlich erst unter diesen Druck, die sie zwingt, alle Methoden anzuwenden, um Höchsterträge zu haben, weil sie sonst nicht überleben könnten. Vielen Dank. Applaus